Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir weiter in der Hauptquest machen. Erstmal natürlich dick über den Zaun drüber. Und dann wollen wir da jetzt erstmal gucken. Ich habe jetzt extra den Tag nochmal refreshed. Jetzt laufen wir hier erstmal querbeet durch. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ja, Minenfeld, Achtung. Nur ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier auf dem Weg bleibe, dann dürfte das kein Problem sein. Kann man auch Licht anmachen, damit man wenigstens ein bisschen was sieht. So. Und den Rest müssten wir dann halt da ein bisschen erklimmen. Sollte aber nicht das Problem sein. Eine Mine habe ich immer gut überlaufen. Gut. Aber ich soll auf die andere Seite. Na gut, denn. Und wir sollen noch tiefer. Na gut. Gehen wir hier durch. Noch ein bisschen tiefer. Schönes Moped. Nur leider fehlt der Hinterreifen. Hallöchen. Du bist das. Ich erinnere mich an dich aus dem Bazar. Du hast den Peacekeepern geholfen. Ja, aber nur umherzukommen, wirklich. Aether. Er hatte versucht, etwas Gutes in Old Villador zu erreichen. Der Hass zwischen dem Bazar und den PKs wurde jedoch zu groß. Es wurde zu einem Pulverfass. Und diese Abtrünnigen, warum sind die hinter dir her? Vermutlich aus dem gleichen Grund wie bei dir, um auf die GRE-Datenbank zuzugreifen. Was willst du damit, Aiden? Warum riskierst du so viel? Ich suche nach meiner Schwester. Deine Schwester war bei der GRE? Nein, sie war eine Gefangene. Ich habe sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Eine Gefangene? Du meinst eine Versuchsperson? Ich weiß nicht, was ich finden werde. Sie ist die einzige Familie, die ich habe. Die einzige Antwort auf das, was Waltz uns antat. Waltz? Er hat uns dort festgehalten. Sein Hobby war es, an Kindern zu experimentieren. Wusstest du etwas davon? Ich war nur eine mittelrangige Ärztin, Aiden. Tut mir leid. Möchtest du noch was wissen? Oder können wir los? Und warum hilfst du mir? Suchst du auch nach etwas in der Datenbank? Aiden, diese Kammern beinhalten die größten Geheimnisse meiner Organisation. Ich bin fast gestorben, weil ich ein Teil davon war. Ich muss wissen, was sie verbargen. Und was, wenn dir nicht gefällt, was du entdeckst? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Wie konnte eine GRE-Ärztin nur auf dem Bazar überleben? Indem ich niemandem gesagt habe, dass ich eine GRE-Ärztin bin. Nach der Revolution wurde die GRE für die Katastrophe verantwortlich gemacht. Die Angestellten wurden zusammengetrieben und exekutiert. Die Menschen nutzten Rache, um den Schmerz zu lindern. Ganz egal, ob es half oder nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt bin ich jemand anderes. Also wie hast du vor, ins Observatorium zu gelangen? Sieh mal, es gibt einen Sicherheitstunnel in den Komplex. Er wurde vor Jahren versperrt. Gib mir den Schlüssel, Aiden. Bist du sicher, der Schlüssel funktioniert? Bislang hat er das. Vielleicht ist das Problem, dass das Gebäude keinen Strom hat. Gibt's da noch einen anderen Weg hinein? Es kommt darauf an, wie viel Risiko wir eingehen wollen. Wenn du mich fragst, ein hohes. Okay, dann komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Das hilft nicht. So, wo ist er denn jetzt hin? Nach oben? Na, da hinten. Na, das wird ja jetzt spaßig. Schön, indem wir die Pampe hier einmal drüber.
Siehst du diese Kuppeln? Ja, der Ort ist aber mit Chemikalien geflutet. Die GRE hatte dafür eine Lösung. Als sie die THV Gen Mod schufen, mussten sie ihre Angestellten vor der Belastung schützen. Die THV was? Die Chemikalien. Sie entwickelten Blocker. Spritzen, die ihre Arbeiter einige Minuten vor den Dämpfen schützten. Zum Glück habe ich noch 2 Dosen davon. Ich hatte das Gefühl, die würden eines Tages noch nützlich werden. Ah, die müssen ja ziemlich viel wert sein. Sie sind extrem selten. Vorerst werden wir aber nur eine brauchen. Für dich. Kommst du denn nicht mit? Nein, ich werde nachkommen, aber zuerst musst du die Stromversorgung zum Gebäude wiederherstellen. Sieh mal, ich habe Panikattacken in engen Räumen oder im Dunkeln. Jetzt hältst du mich vermutlich für einen Feigling. Absolut nicht. Es gehört Mut dazu, hierher zu kommen. So, kann losgehen. Wenn du dort bist, schließ zuerst den Strom wieder an. Dann kann ich nachkommen. Streck deinen Arm aus. Denk daran, die Spritze schützt dich nur für begrenzte Zeit vor den Chemikalien. Kann ich denn nicht gleich beide nehmen? Nein, nicht gleichzeitig. Das Zeug ist zu stark. Begib dich so schnell wie möglich zur kleineren Kuppel und von dort aus dann zur größeren. Du solltest eine Tür nach drinnen finden. Dort bist du dann sicher. Begib dich dann zu Block B. Dort sollte sich der Hauptschutzschalter des Gebäudes befinden. Sobald du den Strom wieder eingeschaltet hast, wird die Sicherheitstür entriegelt. Dann kann ich durch den Tunnel nachkommen, den ich dir gezeigt habe. Jetzt geh. Der Blocker wirkt schon. Okay. Ja, gut. Ich kann hier rüberrennen. Alter, was ist denn das für ein geiler Blocker? Der Blocker wirkt. Haben zwar nur 44 Sekunden, aber das kriege ich hin. So, einmal hier hochgeklettert. Einmal hier hoch. Einmal da hoch. Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll initiieren. Veronika, ich habe es durch die Chemikalien zur ersten Kuppel geschafft. Großartig. Jetzt begib dich zur zweiten. Finde eine Tür, eine Klappe oder irgendwas, das unter die Erde führt. Okay. Na, das war aber knapp. So. Ah, Waffen, Medikits. Denn Klappe. Veronika, ich habe den Eingang gefunden. Soweit, so gut. Woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier. Vor langer Zeit. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis. Klingt hilfreich. Naja, manchmal ist es eher ein Fluch. Echt. Na dann, gucken wir mal. Ab ins Dunkel. Veronika, hier ist eine Horde Infizierter. Scheiße, ich hatte gehofft, dass es mittlerweile leer sein würde. Tja, ist es nicht. Keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Benutz die UV-Taschenlampe an deinem Gürtel. Das sollte sie in Schach halten. Bleib nur nicht stehen, Aiden. Mhm. Ich glaube, mein Schwert ist ein bisschen besser. So. Ja, mein Schwert ist besser. Wo ist denn der Anspringer her? Na ihr? Wer will noch den Kopf verlieren? Auch wenn ich nicht stehen bleiben soll, aber man kann ja so zwischendrin so ein bisschen looten. Das sah nur so aus, als wenn er noch lebt. So.
Na, 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 na. Anspringen verboten. Das Anspringen, das nervt doch hier. Ha? Darum kriegt ihr mich damit nicht. So, kurz wieder mal ein bisschen looten. Okay, hier wieder ein bisschen Zeug reinkriegen. Ah, nee, 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 nee. So. Ah, ich liebe Schwerter. Sind einfach schön. Sind einfach schön. So. Da soll ich jetzt durch. Haben wir hier sonst noch was? Nee, sonst ist der Raum leer. Mhm. Ganz schön viele stehen da unten rum, aber soweit keine schlimmen. Das heißt, eigentlich brauche ich noch nicht mal irgendwas nehmen. Das sollte ich eigentlich locker hinkriegen. Natürlich ist sie abgeschlossen. Oh, man hört euch die ganze Zeit schwer atmen. So, na gut, denn... ist schon mal der erste down. Ah, war zu langsam. Na, seid ihr jetzt alle wach? So, machen wir mal einen schönen Leichenhaufen. Mit dem Schwert fühle ich mich wieder mega OP. So, können wir hier gleich nochmal ein paar Köpfe mitnehmen? Hier können wir wieder ein Level umtauschen. Größteilig. Na, viel ist jetzt hier nicht. Das ist so eine Kiste. Na komm. Machen wir normal. Haben wir Zeit. Ein bisschen Loot müssen wir uns ja wenigstens holen. So, machen wir mal auf hier. Was haben wir hier Schönes? Eine Winterjacke. Mhm. So, denn... Mensch, das Schlosserknacken klappt ja heute richtig gut. Guck mich nicht so böse an. Aha. So. Machen wir wieder einen kleinen Leichenhaufen hier. Wollt ihr nicht mitspielen? Kommt mal ein bisschen rüber hier. Damit ich euch nach und nach zerschnetzeln kann. Damit die Köpfe erstmal schön flitzen. So, haben wir hier noch ein bisschen was? Ah, in dir haben wir noch mal was. Könnt ihr ja trotzdem einmal kurz wenigstens einen Regenerationshub nehmen. Damit wir wenigstens voll sind. So. Wir haben hier die 1. Wo soll die 1 rein? Also wir haben Kabel und die 1. Da zählt uns eigentlich nur noch die 1 ohne Kabel.
Gut. Gucken wir hier mal rein. Naja, hat sich nicht so gelohnt. Na komm. Gut, was haben wir hier noch? Noch eine Waffe. Naja gut, Bischofsstab. Ach, da drüben scheint das Ding zu sein. Jetzt habe ich es auch gesehen. Na gut, dann holen wir uns hier mal... Ha? Keine Kraft. Achso, ich soll erst den Generator einschalten. Ne, das macht Sinn. Jetzt sollte ich das Wasser aber nicht mehr. Ich habe es geschafft. Der Strom ist wieder an. Großartig. Der Sicherheitstunnel ist offen. Ich werde versuchen, den Aufzug nach unten zu nehmen. Ja, dieser Ort ist ein ziemliches Nest. Ein Haufen Infizierter. Aber ich habe sie erledigt. Sie waren auch mal Menschen, Aiden. Sie verdienen etwas Respekt. Aiden? Was? Was ist denn los? Der Aufzug ist stecken geblieben. Aha, ist wohl eine Sicherung durch. Ich schau gleich mal nach. Mach was. Schnell! Bitte! Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Bitte, lass mich nicht hier! Bleib ganz ruhig, ich brauche nur einen Moment. Bitte, lass mich nicht allein! Ah, kein Problem. Veronika, wir haben wieder Strom, alles okay? Veronika? Wir treffen uns an den Aufzügen. Na? In Ordnung. Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, es klappt. Steig einfach ein. Dunkel und eng gleichzeitig, ne? Also... Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Seit über 10 Jahren. Und was ist passiert? Aiden, um Gottes Willen! Können wir das Thema vorerst lassen? Die Datenbank. Wo ist sie? Augenblick. Unter uns. Noch weiter runter? Noch 6 Stockwerke nach unten. Ganz schön viel Hightech hier überall. Vor der GIE wurde dieser Komplex vom Militär genutzt. Sie haben von hier aus Bedrohungen überwacht. Raketenangriffe und so. Deswegen wurde es das Observatorium genannt. Dann kam das Virus und das war's dann. Und was ist dann passiert? Naja... Die GRE verlor die Kontrolle über die Situation und es ging alles den Bach runter. Alles brach zusammen. Soweit ich weiß, haben sich die Wissenschaftler zuerst im Gebäude verbarrikadiert. Die Bedingungen dort drin wurden aber schon bald so schlecht wie in der Stadt. Deswegen haben sich ein paar von ihnen heimlich rausgeschlichen. Und um diejenigen, die geblieben sind, hast du dich vorhin gekümmert. Das Militär war also vor der GRE hier drin? Ja. Das war mal ein Kommandobunker im Kalten Krieg. Kalter Krieg? Eine Phase im letzten Jahrhundert. Kriege wurden damals auf einer viel größeren Skala ausgetragen. Es ging nicht nur um alltägliche Angelegenheiten wie ausreichend Wasser, UV-Lampen und Essensreste. Auf gewisse Weise war es aber wie heute.
Die Menschen lebten jeden Tag in ständiger Angst. Krasse Geschichte. Sie haben solche Orte früher als Zeugnisse der Geschichte bezeichnet. Na toll, schon wieder im Dunkeln. Warte, mir wird schon was einfallen. Wenn wir hier Strom hätten, könnten wir ihn nutzen, um das ganze Stockwerk zu versorgen. Ja, aber erstmal gucken wir hier rein. Na, wo ist er? Da ist er. Und dann gucken wir mal hier. Auf Putschmittel Immunität. Wir hätten hier einmal A. Wir müssen diese Türen irgendwie aufbekommen. Vielleicht von der anderen Seite. Ja. Nur so kommen wir an die Datenbank, Aiden. Ja, ich guck ja schon, Bloß ich finde gerade keinen Lösungsvorschlag. Weil wir hätten hier Kasten A, aber der Kasten A bringt mir nichts. Der müsste nämlich da rein. Kann aber das Kabel schon abziehen. Okay. Das bringt mir überhaupt nichts. Dementsprechend lasse ich das Kabel jetzt fallen. Irgendwie von der anderen Seite. Na, hier, können wir vielleicht hier rein? Nee. Irgendwie hier was. Oh, Moment mal. Ah. Das könnte natürlich helfen. Ja gut, gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir hier noch? Oh. Nochmal ein bisschen Gerempel. Na komm. Was ist er denn? Abgebrochen. Ach, da ist er. Gut, Medikit ist immer gut. Teile, Zigaretten. Ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Da lag doch gerade einer, oder nicht? Lass mal hier gucken. Hier sehe ich aber nichts mehr. Gehen wir erstmal linear weiter. Ja, viel ist da drüben nicht zu erkennen. Gut, gehen wir erstmal hier durch. Irgendwo ist doch hier jemand. Das geht mir zu glatt ab hier. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier einmal öffnen. Nochmal ein Gesundheitskit.
Macht mir Sorgen. Da wird doch bestimmt gleich ein Dicker kommen, oder? Guck mal da oben. Können wir nochmal hoch? Hm? Dass diese Styroporplatten oder was auch immer es mich noch halten. Ja, aber jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Ah, hier sind wir richtig. So, ich stecke einfach dieses Kabel rein. Könnte hinhauen. Oh, erstmal die Tür auf. Mono, erstmal die Tür auf hier. So, jetzt nehmen wir das Kabel hier. Und stecken das hier rein. Und das wäre das Licht. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronika, sollen wir gehen? Ja, lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Der Hauptcomputer ist dort. Du wirst endlich erfahren, was mit deiner Schwester passiert ist. Sie ist alles, was ich habe. Was ist mit euren Eltern? An die erinnere ich mich nicht mehr, nur noch an sie. Wir waren ein gutes Team. Ohne sie ist es, als ob... Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Naja, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Wir sind alle andere Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Wir sind alle verloren. Oh. Hier ist es. Ja, aber warte kurz einen Moment. Hier haben wir noch eine Kiste. Und ich habe die Vermutung, wir haben den Strom wieder angestellt. Die anderen Türen werden sich bald öffnen. Ja, gut. Schon wieder verschlossen. Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich habe eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude. Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werde dir alles erklären, sobald du fertig bist. Mhm. Na gut, denn... Ding haben wir ja schon gesehen. Aiden, es hat funktioniert. Ja, wir haben aber vielleicht ein anderes Problem. Ich stecke hier fest. Ich muss einen Weg rausfinden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Bleib einfach, wo du bist. Na gut. Jetzt kommen wir hier lang, wo ich vorhin schon rein wollte. Komm, mach auf. So. Nächster Lüftungsschacht. Na? Aha. Wie ich es mir schon gedacht habe. So, noch einen hier. Ne, er verliert nur seinen Arm. Gut, dann können wir hier nochmal nach Speisen gucken. Der ging gleich ganz sauber auf. Sehr gut, nehmen wir hier mal alles mit. Hm?
Gut, nächstes Kit. Das Ding ist halt ein bisschen kaputt. Aber ich sehe schon, hier kann ich aufbrechen. Reiß das Ding ab, Aiden. Dr. Veronica Ryan, Direktorin Abteilung Feldlabor? Mittelrangige GRE-Ärztin von wegen. Das scheint Veronikas Büro zu sein. Du warst nicht ehrlich zu mir, Veronika. Wer ist dieser Junge? Ist das ihr Sohn? Aiden. Lustig. Scheint wohl noch eine andere Veronica Ryan gegeben zu haben. Direktorin, Abteilung Feldlabor. Ich wollte es dir erzählen. Warum hilfst du mir? Arbeitest du mit Waltz zusammen? Waltz? Nein, niemals. Auch damals nicht. Waltz hatte sein eigenes Forschungsteam. Du wusstest aber von den Experimenten, wie sie die Kinder benutzt haben. Mich und meine Schwester. Deshalb bin ich hier, Aiden. Ich kann nicht vergessen, was wir hier getan haben. Dass wir euch im Stich gelassen haben. All die schmerzgeplagten Kinder und kein Heilmittel dagegen. Heilmittel? Wir waren 5, verdammt nochmal! Kleine Kinder zeigten eine natürliche Immunität gegen das Virus. Wir erkannten eine Korrelation zwischen Alter, Entwicklung des Gehirns und Schwere der Infektion. Deswegen haben sie an euch experimentiert. Die GIE, die Welt, brauchten euch. Ihr wart scheinbar unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid. War es das wert? Habt ihr auch nur annähernd ein Heilmittel finden können? Wir waren nah dran. Aber das Virus hat schließlich den Komplex erreicht. Also, warst du an diesen Experimenten beteiligt? Nein. Die Tests an Kindern wurden allesamt in einem Labor durchgeführt. Hier haben wir Daten gesammelt und analysiert. Ich war hier, als das alles geschah. Die Teammitglieder begannen sich zu verwandeln. Und die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Einer nach dem anderen wurden wir im Inneren eingesperrt. Wir versteckten uns und schlichen durch diese dunklen Flure und Lüftungsschächte. Mein Sohn, er war hier mit mir. Paul, er war damals auch 5. Was ist mit ihm passiert? Ich konnte den Schacht finden, der zum Haupteingang führte. Ich habe Paul gesagt, er soll auf mich warten. Ich habe ihm einen Kuss gegeben. Ihm gesagt, er solle warten, bis ich sichergestellt hätte, dass der Eingang sicher ist. Er klammerte sich an mich. Wollte mich nicht gehen lassen. Als ich zurückkam, um ihn zu holen, war er weg. Ich war nur 15 Minuten weg. Ich habe die darauffolgenden Wochen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Und weinte dann den Rest meines Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Er war ein Kind. Ängstlich. Allein. Das tut mir leid. Du hast versucht, ihn rauszubringen. Wie hättest du das wissen sollen? Wie auch immer. Wir haben alle unsere Geschichten aus der Vergangenheit. Lass uns darauf konzentrieren, was als nächstes passiert. Okay, lass uns gehen. Na gut. Ah, da ist noch irgendwas in der Schublade. Aha, sie ist also Raucherin. Ich habe ihre Zigaretten gefunden. Also, gehen wir rein? Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Alle Daten der GRE sind dort drin, Aiden. Nur, was ist los? Verdammt, ich weiß nicht. Versuch nochmal. Es steckt fest. Scheiß drauf, Nein, warte.
Ich warte nicht mehr. Ich will antworten. Oh, wow. Na also. Infektion erkannt. Dekontaminierungsvorgang gestartet. Veronika, was ist los? Sag was, Veronika. Bist du in Ordnung? Scheint, als hätten wir einen Alarm ausgelöst. Dekontaminierungsvorgang wird gestartet. Dekontaminierung? Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Chemische Dekontaminierung. Tödlich. Können wir das aufhalten? Ich weiß nicht. Veronika? Veronika! Verwahren Sie Ruhe. Veronika? Ich kann es nicht stoppen. Tu doch was! Ich denke nach. Na dann denk schneller. Blocker, ich hab noch eine Dosis. Du musst eine für dich finden. Eine Ahnung, wo ich suchen soll? Im Kontrollraum sind vielleicht welche gelagert. Los, finde den Kontrollraum. Dekontaminierungsvorgang bereit zur Initiierung. Ja, super. Finde einen Weg nach oben, beeil dich. Kontrollraum, oben. Dekontaminierungsvorgang beginnt. Schnell. Ja. Ich weiß. Hab eine. Das ist es. So, und jetzt wird's lustig. Abgeschlossen. Aiden, hast du's geschafft? Aiden? Aiden? Aiden, alles in Ordnung? Ja. Ja, ich hab den Blocker genommen. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind jetzt sicher. Na, schön zu hören. Bereit zum Reinstecken? Was denn sonst? Mach schon! Drück die Daumen, Aiden. Der Moment der Wahrheit. Verdammt! Es ist kaputt. Oh nein, verarschst du mich? Ja, es ist nur ein altes System. Warte, gib mir den Schlüssel. Autorisierung erteilt. Es gibt eine Liste von Patienten und Angestellten. Wen willst du zuerst suchen? Such nach mir. Ist das deine Schwester? Ja. Nichts. Unmöglich. Sie war dort. Mit mir. Ich suche schon. Tut mir leid, Aiden. Daten zeigen keine Patientin namens Mia. Fuck! Das gibt's doch nicht! Na, such mal nach meinem Namen. Aiden. Aiden. Es gibt einen Eintrag unter den jüngsten Kindern. Ja, 2020. Aiden Caldwell. Ist das dein Nachname? Naja, das ist er jetzt. Was steht da? Daten streng geheim. Nur eine Notiz. Warnung. Patient zeigt äußerst hohe Toleranz gegenüber der Substanz. Die meisten Tests durchgeführt. Außerordentliche Ergebnisse. Aiden? Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Sonst noch was? Nein. Das ist alles. What? Schon dabei. Ein Eintrag. Klinische Studien. Substanz 1354. Studie aufgegeben. Alle Patienten aus dem Zentrum entlassen. Geh alle Namen durch. Ach, Patient entlassen. Alle? Ja. Verflucht. Nichts darüber, wo sie hin sind? Oder über diese Substanz, 1354 oder so? Tut mir leid, Aiden. Da ist noch mehr. Die Substanz wurde auch an Infizierten getestet. In GRI-Einrichtungen in der Stadt. Erfolglos.
Das Projekt wurde von X-13 geleitet und überwacht. Es wurde schließlich eingestellt, so wie auch X-13. Noch irgendwas über dieses X-13? Hier drin? Wohl nicht. Aber ich habe davon gehört. X-13 war eines der GRE-Zentren. Und die Substanz? Weißt du, was das ist? Es gab so viele Tests und klinische Studien, Aiden. Ich suche mal nach den Forschungsdaten. Hier stimmt was nicht. Was meinst du? Hier steht, ein Vorgang wurde initiiert. Noch ein Vorgang? Ich suche schon viele Daten. Gestartet und dann angehalten. Vor 11 Jahren. Fortgeführt vor wenigen Tagen in X10. Es gibt auch eine Karte. Es sind mehrere Standorte markiert. Auch das Observatorium. Was zum Teufel bedeutet das alles? Ich habe keine Ahnung, aber... Alarm! Unbefugter Zutritt! Alarm! Ein Infizierter? Die müssen hier irgendwo sein. Abtrünnige. Sie müssen uns gefolgt sein. Wir haben keine Zeit. Schnell, nimm den Schlüssel, versteck dich und schließ dich ein. Ich kümmere mich um die. Aiden, wir wissen nicht, wie viele es sind. Ich kümmere mich darum. Stecken hier irgendwo im Nirgendwo fest. Ja. So. Siehst du da? Er hat hier absolut nichts zu suchen. Leute, na das ist mal eine Überraschung. Ja, hat er mich gesehen. Ey, ich komme nicht raus. Du bist Geschichte. Na gut. Die zwei. So, nehme ich euch mal kurz alles ab. High five! Gut, mehr scheint jetzt gerade nicht hier zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle, bevor wir zur Tür gehen, nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.